Oh ne, passt. So, ja, wunderbar. Genau so muss das laufen. Das ist das Einzige, was die wollen. Ah ne, Fahrzeugersatzteile. Genau, die wollen wir noch aufsammeln jetzt. Genau, Fahrzeugersatzteile. Die bekommen wir ja noch. Da fahren wir ja deswegen jetzt auch zum Lager. Ich muss hier ein bisschen, jetzt ein bisschen häufiger auch nach hinten gucken. Ja. So, jetzt mal ein bisschen gucken halt. Damit wieder und herzlich willkommen zurück zum Let's Play SnowRunner Dorf Truck Simulator auf dem PC Folge 922. Weiter geht's mit unserem Auftrag Wassertester, nachdem wir letzte Folge noch den Heuballenauftrag zwischengeschoben haben. Geht's jetzt hier weiter. Zwei mittelgroße Holzplanken sind geladen auf dem Weg zum Lager am See. Weiterhin ganz viel Spaß bei diesem Let's Play ab in die Post. Wisst ihr ja Bescheid, wie es ist. Ja. Los. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen zu fahren. Ich muss jetzt gleich auf der anderen Seite mir erstmal wieder die Punkte setzen. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Dann mache ich es halt jetzt. Und zwar ist das ja ganz gut draußen. Aber ich mache das einfach, dass wir hier schön am Reparaturzentrum auch wieder vorbeikommen. Nö, die Route ist ja dann relativ simpel dann doch. Fahren wir hier, fahren wir reparieren und dann müssen wir einfach nur der Straße bis zum Ende folgen. Tatsächlich relativ simpel, ist halt ein bisschen Distanz, das ist schon richtig, aber trotzdem von der Route, von der Führung her sehr simpel. Sollten wir eigentlich ohne Probleme hinkriegen mit diesem Truck hier. Das Paket stimmt und dementsprechend... Deswegen passt das. Freue mich sehr. Unsere Lieblingskurve hier, ne? Ist da ja alle noch Bescheid, hoffentlich. So viel war es ja jetzt auch nicht. Sind dann immer wieder nur hier gegen diesen Pfeiler geeckt. Oder komplett frontal gegen gefahren. Ja, das klappt ja mittlerweile. Lernkurve ist da noch da, auf alle Fälle, Mann. Ah, ist das schön. Wassertester. Dann können wir sicher sein, dass auch das Wasser hier in der Nähe des Atomkraftwerkes immer feinste Qualität hat. Direkt zum Trinken aus dem Wasserhahn. Wisst ja alle Bescheid. Weiß ich nicht. Ja, wir kommen wieder sehr gut und sehr schnell hier voran. Das heißt, da sind wir auf alle Fälle die Folge durch. Ja, der andere Auftrag in diesem Bereich hier, der war ja für die andere Map. Will ich jetzt eigentlich erstmal nicht. Wie gesagt, fühle ich mich hier erstmal wohl auf der Karte. Da würde ich dann entsprechend erstmal... da würde ich entsprechend erstmal hier bleiben und noch so viele Sachen machen, wie geht. In dieser Stadtverwaltungsmission da, da sind ja noch ein paar Sachen hier, denke ich mal, zu machen. Wobei uns auch langsam hier das Material ausgeht. Also wenn wir nicht zu den Aufträgen kommen, die halt diesen abgepackten Sand und den ganzen Kram, was es da bei diesem dauerhaften Lager gibt, dass wir die dahin liefern, dass wir die erst später freischalten, kann ja sein, dann werden wir gezwungenermaßen eben wieder auf eine andere Map gehen müssen. Aber dann ist es halt so. Habe ich jetzt auch kein Problem mit. Ja. Bin ich ganz fein. Solange wir hier noch arbeiten können, machen wir das auch. Und wenn wir dann woanders hin müssen, dann ist das halt so. Ganz simples Ding. So.
sehen wir mal zu, dass wir ankommen hier. Die Knete verdient sich ja auch nicht von alleine. Das war ja Bescheid. Jo. Kommen wir gleich wieder zum Offroad-Abschnitt. Dann sind wir auch schon durch. Reparieren tun wir uns auf jeden Fall wieder. Wir haben noch gut Kraftstoff im Tank. Und ein bisschen was weiteres da oben noch drin, falls wir dann auf dem Rückweg, falls es da eng werden sollte. Ich sehe da aber eigentlich kein Problem. Bisher war Kraftstoff eigentlich sehr selten ein Problem. Gut, in manchen Maps haben wir uns die Caterpillar dahingestellt. Dann hatten wir da erstmal eine gute Tankstelle für eine Weile. Auch wenn die jetzt nicht allzu viel fassen können. Was auf Dauer wahrscheinlich mehr Sinn macht, einfach einen Truck mit einem großen Tanklaster, also mit so einem Tankanhänger hinzustellen. Der Vorteil war halt, dass man die Caterpillar eben, weil es Einzelfahrzeuge waren, man konnte die eben bergen und dann hatte man Ruhe. Konnte man die wieder voll betankt dahin fahren und musste, ne, sonst musste halt mit dem Truck den Anhänger erstmal wieder dahin ziehen irgendwo, musste ihn wieder voll tanken und naja, ne? Aber die hatten natürlich vergleichsweise echt wenig Tankkapazität für die Größe. Wenn man bedenkt, so ein großer Tankanhänger hatte, ich glaube, 8000 Liter, kann das sein? Oder ne, 4000? Der Caterpillar war jetzt nicht kleiner, sondern nur 1600, also irgendwie. Ey, ich hab gar keine Ahnung gerade, ehrlich gesagt. Oh, nee. Oh. Kein Schaden kassiert. Sehr gut. So, rechts rum. Jetzt sind wir schon am Lagerhaus, also in 6-7 Minuten sind wir doch da, oder nicht? Ist doch alles ganz entspannt hier. Ist doch super entspannt. Hm. Das haben wir. Hier ist theoretisch auch noch der Wartungsanhänger. Könnte ich mir theoretisch jetzt auch nochmal Kraftstoff von abzapfen, aber vielleicht sind die auch noch zu irgendwas gut, die Teile. Vielleicht muss ich die irgendwann mal irgendwo hinliefern. Man weiß ja nicht, was hier noch so für Aufgaben auf uns warten. Andernfalls werde ich die sowieso nicht los, weil hier ist auch kein Anhängershop und ich werde sicherlich nicht hier einen Anhänger ankoppeln, um dann über eine Map drüber zu fahren, um den dann zu verkaufen für diese paar Münzen, die wir überhaupt nicht brauchen. Wo ist denn hier der offizielle Weg? Einfach quer durch. Ich sehe schon. Schön. Ah ne, hier. Hier ist der Weg. Ja, da war es echt ein bisschen dunkel gerade in der Gegend. Sehr sonderbar. Aber hier ist wieder okay. Was soll man dagegen also noch sagen?
sind schon da. Von wegen 6 Minuten, dann hat mal 2 gedauert. Der Weg war ja dann doch kürzer als gedacht. Die Map ist gar nicht so groß. Habe ich den Eindruck. Auf der Karte sieht es ja so groß aus, aber nö. Nicht der Fall. Lieferung bestätigt. Die Lager haben jetzt alles, was sie brauchen, um die Wissenschaftler und die Wissenschaftler sind zufrieden. Jetzt müssen wir nur noch einige Proben nehmen, die Tests durchführen und auf die Rückmeldung des Labors warten. 1180 Erfahrung und 13.450 Belohnung Geld. Sehr, sehr geil. Gut, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Ausmachen den Motor und dann mal gucken. Das war, der angefangene Auftrag, wo wir die Sachen leider nicht mehr hier haben. Hier haben wir jetzt tatsächlich einen neuen, was Neues freigeschaltet. Das ist ja schön. Das hier müssen wir ja rüberbringen. Okay, sehe ich ein. Aber das hier oben. Und da haben wir es nämlich wieder mit dem Schiebeplan auf Flieger. Der zufälligerweise hier steht im Lagerhaus. Tatsächlich, so ist das tatsächlich. Na, siehst du mal. Einer der hydrologischen Feldlager braucht dringend Nachschub. Das Ganze sieht nach einem logistischen Fehler aus. Die Jungs haben einige Dinge vergessen, die sie brauchen. Den Schiebeplanaufflieger, der da steht, und zwei Fahrzeugersatzteile, die wir hier kriegen, bedeutet für uns, nehmen wir an, und wir fahren dann erstmal wieder zurück, holen den, müssen wir halt mit der Winde hinter uns herziehen, so ist das dann, dann fahren wir einfach hier weiter, können die Aufgabe aktivieren, ja, fahren einfach geradeaus durch, halten beim Lager zwischen. Ja, und dann, den Rest kennt er ja auch, also. Nur können wir dann theoretisch ja auch eigentlich... Ja, hier ist leider, wo war denn die Tankstelle? Die war drüben halt. Wenn wir genug haben, ich meine, dann kann ich ja auch einfach... hier... Dann fahren wir doch direkt durch. Dann sind wir leider kraftstoffmäßig nicht mehr so strong. Aber können wir natürlich gern probieren. Wobei, wie viel haben wir denn? 360 plus noch das ganze Zeug. Also eigentlich haben wir viel. So. Auf geht's. Heute selbstverständlich nicht mehr fertig, aber wir kriegen das alles soweit noch ganz gut hin, würde ich sagen. Jetzt hier war es natürlich noch... Ah ne, jetzt komme ich rechts nicht mehr rum. Dann machen wir es halt hier. Hier ist ja scheinbar auch ein Weg. Muss mal Leute versucht haben, zumindest mal. Da hinten ist doch der Kanister. Was ist das jetzt? Was ist der Kanister so? Ah ne, das war wegen dem Schaden. Jetzt blinken ja die Kanister auf, wenn man Hälfte hat oder so. Das ist ja noch nicht der Fall. Sogar schon. Vielleicht nochmal zur Reparatur. Eigentlich nicht. Ich fahre aber. Ja, doch, ich fahre nämlich einen Kreis hier rum. Kann ich nämlich den Auflieger besser mitnehmen. Und dann heißt es irgendwie. Weiter.
hoffe, das geht noch. Ja, voll. So. Ja, das ist jetzt mit der Kurve hier so ein bisschen schwierig. Oh ne, passt. So, ja, wunderbar. Genau so muss das laufen. Das ist das Einzige, was die wollen. Ah ne, Fahrzeugersatzteile. Genau, die wollen wir noch aufsammeln jetzt. Genau, Fahrzeugersatzteile. Die bekommen wir ja noch. Da fahren wir ja deswegen jetzt auch zum Lager. Ich muss hier ein bisschen, jetzt ein bisschen häufiger auch nach hinten gucken. Ja, so, jetzt mal ein bisschen gucken halt. Bisschen langsamer, nicht zu viel Schmackes. Wenn der umkippt, wäre das jetzt nicht so das Problem. Aber wollen wir natürlich, wenn es geht, vermeiden, selbstverständlich. So, da muss ich jetzt nach rechts hoch, glaube ich. Ja, genau. Ich ist aber nicht ganz entspannt. Natürlich einen hohen Verbrauch jetzt, aber ja, genau, wie gesagt, immer noch über 60% drin, also sollten wir locker hinbekommen. Dann müssen wir halt nur, wenn wir das alles abgeliefert haben, nach einer Tankstelle dann umschauen. Weil mit dem Trailer kann ich mich natürlich jetzt auch nicht zur Werkstatt bergen. Hier hoch wird natürlich schön. Nochmal auf den niedrigen Gang hier. Müsste es ja passen. Das ist schon eine Aufgabe hier, ne? Das ist schon eine Aufgabe. Schön weit ausholen hier, dann müsste das auch alles funktionieren. Hier hatten wir ja eine wunderschöne Aufgabe auch, die wir noch nicht aktiviert haben. Das ist wieder so ein Anhänger, den man nur mit einem... Den kann ich wieder nicht, So. Ein großer Serviceanhänger. Also, mein Auto hat eine Panne, da rief ich einen der hiesigen Mechaniker an, aber der komische Kerl hat den kompliziertesten Weg gewählt, um zu mir zu kommen und blieb dabei selber stecken. Schön. Ja, den will ich jetzt nicht mitnehmen, wenn es geht. Aber schön, dass er sich nur weil durch mein Ankommen wieder richtig gerichtet hat. Jetzt kann ich den... Okay, jetzt passt's. Halt. Aber schön. Steht er schon mal richtig da. War natürlich alles direkt geplant, das ist ganz klar. Ich habe aber einen Weg zu fahren. Machen wir jetzt mal so ein bisschen die vorsichtige Schiene an. Halbgas hier tatsächlich. Ja, passt. Wieder. Ist der Anhänger wieder schuld? Ich würde ganz gerne... Ja, genau. Wir kommen ja noch zum Lagerhaus jetzt. Da ist doch unser idealer Punkt für heute hier, die Session zu beenden. Ich würde sagen, wir haben heute sehr viel geschafft in den letzten 5 Folgen, die ich heute hier aufgezeichnet habe.
Nee, heute hat Spaß gemacht, das muss ich wirklich sagen. Wir kommen voran, erledigen einen Job nach dem anderen. Und da kann man sich doch wohl kaum beklagen. Da kann man sich da wohl wirklich nicht beklagen. Und ja. Jetzt hier mal gucken. Oh. Ja, passt doch. Was stand da? Zwei Fahrzeugersatzteile. Kann ich die auch mit der Winde noch laden? Tatsächlich. Neuer Mensch. So, zwei Fahrzeugersatzteile haben wir geladen. So, komm, fahren wir hier noch komplett raus. Theoretisch brauche ich hier nicht mal so zu fahren. Kann hier einfach quer rüber heizen. Oder mag der Truck nicht mit den Gleisen. Oder muss er jetzt durch? Der Anhänger auch. Da komme ich nicht durch. Ja, jetzt liegt er. Vielleicht richtet er sich von selber auf bei dieser wunderbaren Kurve hier. Da hat er nämlich wieder, da wird er jetzt wieder. Jetzt eck ich selbst mit dem hier an. Das ist ja super jetzt. Ich jetzt. Oh. Was sagt man dazu? So befreit man sich aus einer Situation und löst nebenbei noch ganz mit Absicht seine Probleme. In diesem Sinne, Freunde. Können wir jetzt hier entspannt aus der Folge gehen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.